Paris ist all das, was du willst. Das berichtete Chopin einmal begeistert über diese Stadt. Und es ist klar, warum. Zu Chopins Zeit war Paris die Musik- und Kulturmetropole überhaupt in Europa. Ja, und allem voran, die Oper hatte es Chopin angetan, der Bel Canto. Das war Chopins große Inspirationsquelle. Hier in Paris, Paris als Opernmetropole, da hat Chopin alle Stars des Bel Canto gehört, um dann im Unterricht auszurufen, il faut chanter avec les doigts, also man müsse mit den Fingern auf dem Klavier singen. Das Geheimnis der Chopinschen Kantilene sind die versteckten Kantilenen, nicht bloß die Kantilenen, die ohnehin offensichtlich sind. Ein Beispiel ist die Chopin-Etüde Opus 10 Nummer 2, wo man eine Kantilene in den Mittelstimmen findet, eine Kantilene, die vom Daumen gespielt wird. Das ist eine Struktur, eine Gesanglichkeit, die man normalerweise nicht hört. Wenn aber diese Kantilene erklingt, ist die Etüde keine Studie der Geläufigkeit mehr, sondern auch ein Gesang. Friederike Müller zählte zu Chopins besten Schülerinnen. In der Tat muss sie sensationell begabt gewesen sein. Chopin attestiert ihr einmal, sie spiele en perfection. Ein größeres Kompliment gibt es ja nicht. Zwar ist Müller schon lange als Chopin-Schülerin bekannt, jedoch zum Leidwesen aller Pianisten und der Musikwissenschaft galt der größte Teil ihrer immerhin 231 Briefe als verschollen. Diese Briefe sind erst vor kurzem wiederentdeckt worden und auch dann in Gänze erstmals 2018 veröffentlicht worden. Und das ist natürlich eine Fundgrube, ein Schatz von kaum zu ermessendem Wert. Eine zentrale Erkenntnis, die ja sogar schockierend war auf den ersten Blick: Man kann dem Notentext nicht vertrauen. Also man kann sich auf den Notentext überhaupt nicht verlassen. Chopin sagte nämlich zu Müller: Sie haben keine Vorstellung davon, welch Unbehagen es mir bereitet, meine Musik gedruckt zu sehen. Kaum, dass ich meine Gedanken wiedererkenne. Man kann die Nuancen, die Bedeutung der Phrasen nicht schriftlich wiedergeben. Und das verdrießt mich. Also, wenn Sie diese Sachen studieren, versuchen Sie, sie eher nach der Erinnerung statt nach den Noten zu spielen. Das muss man sich mal vorstellen. Wir sind bislang immer davon ausgegangen, dass Chopins Notentext zumindest einigermaßen exakt bezeichnet. Eine weitere Erkenntnis betrifft die Mühelosigkeit. Mit Leichtigkeit zu spielen, mühelos zu spielen. Darauf legte Chopin sehr großen Wert. Und das ist etwas, woran ich mich schon als Teenager gerieben habe. Gerade beim Studium der Chopin-Etüden. Chopins Etüden sind brutal, denn sie widmen sich aufs Äußerste zugespitzt nur einer technischen Schwierigkeit. Das bedeutet, dass immer dieselben Muskeln beansprucht werden, immer dieselben Muskelgruppen, was sehr ermüdend ist.
Und vor diesem Hintergrund Chopins Aussage Souplesse avant tout, Geschmeidigkeit allem anderen voraus, habe ich überhaupt nicht verstanden. Ich fand es absurd. Müsste es nicht eher heißen Force avant tout, Kraft, Ausdauer allem anderen voraus? Aber nein, mit Leichtigkeit zu spielen, rührt nicht von Kraft und stundenlangem Fingertraining her. Davon hat sich Chopin immer distanziert. Es ist vielmehr das Ergebnis einer ganz anders gearteten Klangvorstellung. Es ist das Ergebnis der Übertragung des Bel Canto auf das Klavier. Chopins Stil ist wie ein Pool, würde ich sagen. Ein Pool mit verschiedenen Parametern, die alle von Bedeutung sind. Zum einen ist da das Überlegato. Das bedeutet, dass man Töne mit der Hand manuell länger liegen lässt, länger aushält, als das der Notentext anzeigt. Und zwar gerade auch in Passagen und trotz rechtem Pedal. Ein Beispiel dafür ist den Quellen nach die Etüde Nummer 1 in C-Dur, Opus 10 Nummer 1. Kaum vorstellbar eigentlich, denn das sind Passagenketten aus immer Gruppen von vier Noten, die zusammengehören und sich rauf und runter über die Klaviatur ergießen. Und davon soll man sage und schreibe immer drei festhalten, drei Töne soll man liegen lassen. Das geht eigentlich gar nicht. Also zumindest nicht, indem man gleichmäßig, absolut gleichmäßig spielt. Denn indem man diese Töne liegen lässt, wird die Hand gewissermaßen an der Klaviatur festgebunden. Und das hindert einen daran, gleichmäßig zu spielen. Aber das offensichtlich wollte Chopin. Und interessanterweise deckt sich das 100% mit dem Bel Canto. Denn im Bel Canto war es ein No-Go, dieses rhythmisch Gleiche. Das galt als langweilig, das musste man aufbrechen. Für gewöhnlich stellen wir uns Chopins Musik wie zwei Pole vor. Auf der einen Seite das kantable, feine, gesangliche, auf der anderen Seite und im schroffen Gegensatz dazu die Virtuosität, brillant und mit großer Kraft. Aber diese Dualität gibt es so nicht, denn auch Chopins Virtuosität ist vollkommen dem Ideal des Bel Canto unterworfen. Das Ergebnis ist eine völlig vergessene Klangästhetik. Eine Bravour nämlich, die natürlich brillant ist, die aber zur gleichen Zeit auch immer melodiös ist und delikat. Und genau diesem Ideal strebe ich nach, indem ich die vermeintliche Kluft zwischen Gesanglichkeit und Virtuosität aufhebe.